Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich die Glossy Box bekommen. Die befindet sich nun hier. Die April Glossy Box. Das hat alles ein bisschen länger gedauert, aber wenn du trotzdem Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich auch schon das ein oder andere Unboxing gesehen, aber da das nun mal so ist, dass in den Glossy Boxen auch unterschiedliche Produkte drin sein können, bin ich sehr gespannt, was ich drin habe. Das ist eine Abo-Box, die zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Monat kostet, je nachdem, welche Abo-Form du wählst. Und du kannst, wenn du möchtest, mit meinem Code auch ein bisschen sparen und mich dadurch auch ein bisschen unterstützen, wenn du möchtest. Die Box habe ich im eigenen Abo, wenn man das so sagen darf. Also es ist keine Kooperation oder so. Und ich bekomme sie halt ganz normal dann monatlich übers Abo zugeschickt. Und ja, sagen wir es mal so, ich habe ein bisschen länger diesen Monat drauf gewartet, weil irgendwie fingen alle an, diese Boxen anzuboxen auf YouTube und ich hatte immer noch in meinem Sendungsstatus, dass die Sendung elektronisch angekündigt wurde. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ne? Und dann habe ich irgendwann auch Glossy Box angeschrieben, also den Kundenservice kontaktiert. Und da wurde mir dann mitgeteilt, dass das alles in die Wege geleitet wurde und ich mich noch ein bisschen gedulden soll. Und tatsächlich, ich glaube 10 Minuten nach der E-Mail, plopp, in meiner App, wo ich dann immer die ganzen Sendungsnummern eintrage, um die Lieferung zu verfolgen, wurde mir dann angezeigt, dass die Lieferung auf dem Weg ist. Sie wurde dann doch noch irgendwo gefunden und ist dann zu mir auf die Reise gekommen. Ja, aber man muss wirklich sagen, Kundenservice in dem Sinne wirklich top. Die haben schnell reagiert und auch wirklich schnell geantwortet und das fand ich gut. Deswegen, ne, es wird sehr oft darüber geschimpft, aber ich habe da jetzt sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ja, genau. So ist das gelaufen und nun ist sie hier. Wir haben heute den 18.04. Das Video wird tatsächlich ein paar Tage später kommen, denn ein paar andere Boxen sind dann vielleicht jetzt doch schon wieder aktueller. Das ist immer so eine schwierige Kiste hier auf YouTube, ne? Und ein paar andere Videos, die ich auch vorher schon geplant habe. Das heißt, es wird jetzt irgendwie Mitte nächster Woche wahrscheinlich online kommen. Und vielleicht hast du aber trotzdem Bock, mit mir zusammen zu erfahren, wie das so ist, was da drin ist und wie mir das gefällt. Zwei Gutscheine, also du hast mittlerweile so viele Gutscheinviecher da in dieser Box mit drin, dass du dich da kaum vor retten kannst. Ich habe jetzt mal zwei rausgefischt, wo ich einfach was zu sagen möchte. Zum einen die HelloFresh Box. Das hat man immer mal wieder drin. Und diese Gutscheine von HelloFresh sind sowohl meinem Freund als auch mir immer wieder in die Hände gefallen. Und wir haben sie immer weggeschmissen. Bis irgendwann mein Freund auf die Idee kam, einfach mal so einen Gutschein einzulösen. Und seitdem haben wir, ich glaube, seit einem Monat oder seit 2 Monaten die Box im Abo und wir zahlen pro Woche 60 Euro und da muss ich wirklich sagen, top, wirklich, wirklich top Box. Ne? Die hat er dann abonniert und ich habe auch schon überlegt, ob ich die vielleicht mal auf diesem Kanal einfach mal auspacke, das mal zeige. Die kommt bei uns immer donnerstags, dass ich da mal so ein kleines Unboxing mache und wir bekommen dann immer 3 Gerichte, die jeweils für 2 Tage dann sind und da haben wir dann halt wirklich 6 Tage die Woche was von und das ist echt lecker, echt gut, schön gemacht und man hat wieder Freude am Kochen. Also wirklich vielleicht mal nicht wegschmeißen, sondern solche Gutscheine verwenden. Das sind jetzt hier so 40 Euro Gutscheine, finde ich vollkommen gut. Die werden dann aufgeteilt auf verschiedene Wochen irgendwie. Keine Ahnung. Und ich glaube, 4 Wochen à 10 Euro wird dann quasi abgezogen und so. Kann ich nur empfehlen, das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Ich kann es wirklich empfehlen. Dann haben wir hier einen 15% Rabattgutschein von Rituals auf das gesamte Ritual-Sortiment. Und hier ist die neue Richtung Ying angekündigt. Ich hoffe, dass ich was von Rituals of Ying in meiner Glossy Box drin habe. Wir hatten letztens ein Kissenspray in der Goodie Box, glaube ich, mit drin. Und ich bin gespannt, was sich hier drin verbirgt, denn meine Schwiegermama in Spee hatte vor kurzem Geburtstag. Die hat kurz vor Ostern Geburtstag gehabt und möchte es dann halt auch irgendwann mal nachfeiern. Und dafür sammle ich jetzt fleißig Rituals-Produkte, weil sie dann von uns eine Rituals-Box kriegen wird. Cool, ne? Auf jeden Fall rede ich jetzt schon 4 Minuten und habe die Box noch gar nicht aufgemacht. Ich will sie aufmachen. Sie ist im klassischen Design, hat hier unten schon einen Ditcher. Also, ne, man muss auch sagen, in der aktuellen Zeit nehme ich auch keinem übel, wenn irgendwelche Lieferungen verspätet ankommen. Ich habe auch auf Douglas-Bestellungen schon 2 Wochen gewartet. Also ganz entspannt. Ich bin froh, dass überhaupt die Lieferdienste ausliefern und dass überhaupt die Firmen die Sachen versenden. Also von daher überhaupt kein Problem. Da bin ich wirklich entspannt. Es sind ja nur Beauty-Sachen, Leute, ganz ehrlich. Es ist jetzt nicht, wenn es bei Medikamenten so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nervös, aber dafür gibt es halt auch noch Apotheken. Also von daher ganz entspannt bleiben, meine Meinung.
Genau. Hier haben wir dann die, den ersten Blick in die Box und da sehen wir direkt, dass es die Blossom Edition ist. Oh ja, wie cool. Das Mädchen hat auch so grünen Lidschatten wie ich drauf. Hi. Ja, ich habe mich heute mit der iHeart Revolution Mini Tasty Avocado Palette geschminkt. Das Video dazu wird in ein paar Wochen online kommen. Ich drehe ja, was Schminkies angeht, ziemlich vor. Genau, und hier haben wir halt dann den Teaser zu der Blossom Edition. Und ich muss gar nicht an der Box riechen, denn mir kommt direkt ein mega geiler, blumiger Duft entgegen. Es ist jetzt voll meine Zeit, Leute. Es ist, ja, in einem Monat ungefähr habe ich Geburtstag und deswegen, ne, ich liebe blumige Düfte, fruchtige Düfte, ich liebe diese Spargelzeit, ich liebe Erdbeeren, alles voll mein Ding und deswegen stehe ich auch eigentlich am meisten auf diese Boxen, die jetzt in diesem Monat, in diesen Monaten kommen. Also Wahnsinnsduft, wirklich schön und ja, hier haben wir das Schleifchen, was wir jetzt einmal öffnen. So, dann öffnen wir einmal das Seidenpapier. Ein Produkt, was drin ist und was ich gesehen habe, da freue ich mich enorm drauf, weil ich die Marke echt feiere. Oh ja, ich sehe schon was. Und hier haben wir dann den etwas verschobenen Blick in die Box. Da haben wir zuallererst das Beauty Lift Serum von Shelbens. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal auch in Boxen drin. Ich habe es auch schon ein paar Mal verwendet. Fand's okay. Aber es ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, oh mein Gott, das muss man jetzt unbedingt haben, das muss man unbedingt verwenden. Naja, ist okay, ne, wirklich. Also, ja, aber reißt mich jetzt nicht um. Von der Farbe her passt es zu der Blossom Edition, aber mein Herz hat es nicht unbedingt erobert. Da greife ich dann doch lieber zu einer Maske oder ich greife zu einem Serum in der Flasche oder so, ne. Ist okay, reißt mich aber nicht, wie gesagt. Vom Hocker, sagt man das so. Dann habe ich etwas, was wahrscheinlich auch ein Stück weit verantwortlich für den Duft ist. Und zwar ist das dieses Kissenspray, was wir tatsächlich auch exakt so in einer Box schon drin hatten. Das ist von Ritual of Ying, das Deep Sleep Pillow Mist. Das riecht sehr, sehr angenehm. Habe ich auch in dem Unboxing getestet. Leicht nach Lavendel, aber auch ein bisschen pudrig. Sehr, sehr angenehm. Das kommt tatsächlich aktuell auch so ein bisschen bei uns übers Bett, damit alles ein bisschen frischer riecht und man einfach so sich gerne da einmurmelt. Finde ich richtig gut. Ich mag frische Düfte nicht so gerne auf meinem Körper, aber so im Bett und so, das darf vollkommen sein. Ziemlich merkwürdig, aber so bin ich. Und dieses Produkt wird safe bei meiner Schwiegermama in Spee in die Rituals Box wandern. Ja, wird sie sich freuen. Ich habe für meine Mom schon mal eine Sebamed Box gepackt und für meine Schwiegermama in Spee packe ich jetzt eine Rituals Box. Also wenn ich merke, dass Familienmitglieder von mir so eine bestimmte Marke haben, die extrem feiern, dann sammle ich. Weil ich habe die Möglichkeit durch die ganzen Boxen und so, die bei mir eintrudeln, denn hi, mein Name ist Claudia oder auch Claudi und hier in meiner Welt gibt es unfassbar viele Unboxings, Reviews, Style-Talks, Testvideos, alles mögliche, Hauls und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann mach das mal hier unten, ist voll cool. Ich mache auch wirklich richtig viele Verlosungen und so. In diesem Video jetzt leider nicht, aber ne, in fast jedem anderen. Bei mir kommen tatsächlich täglich Videos hoch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich einfach viel zu erzählen. Sorry. Ja, genau. Hier habe ich jetzt das Produkt, was ich einfach feiere. Das ist von Manakada. Ich liebe die Puder von Manakada. Da habe ich so viele Backups von der lieben Marion zugeschickt bekommen. Trisana Tandler, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Denn das ist so ein richtig perfektionierendes Puder, was ich geil finde. Und irgendwann verlose ich das auch mal. Ja, ne? Okay. Ich wurde schon mal drauf angesprochen. Okay, das hier ist der Blossom Blush and Highlighter. Und ja, oh, ich feiere das. Ich finde es schön. Ich habe das wirklich nur ne, in anderen Videos gesehen und habe da schon gedacht, boah, geil. Wenn du jetzt noch kein Abonnent wärst, du würdest es werden. Ich meine, gut, wenn ich noch kein Abonnent wäre, dann würde ich das Puder nicht kennen. Aber das ist schon so ein kleiner, das nimmt einem die Entscheidung ab. So, jetzt muss es nur mal rauskommen. Das ist hier großartig eingepackt. Knister, knister. Und hier haben wir dieses sleeke Design von der Verpackung. Das ist so schwarz mit einer goldenen Schrift. Finde ich wunderschön. Finde ich richtig toll. Und jetzt machen wir das Produkt auf, denn das ist ja eigentlich das Ultimative. Ha! Du hast hier einen Spiegel mit drin. Du hast wirklich so einen Blushleiter. Ne? Das ist quasi ein schimmernder Blush. Und dann machen wir das jetzt einmal so, dass ich die verschiedenen Blüten swatche. Dann nehme ich hier einmal die helle Blüte. Dann nehme ich das, was in der Mitte ist. Und ich nehme die ja, sehr rosafarbene Blüte. Also die beiden äußeren haben eher so ein seidiges Finish und
die in der Mitte, die glitzert halt richtig. Das ist ja eigentlich eher der Hintergrund. Jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Finger durch alle durch, denn so macht man es ja letztendlich auch mit dem Pinsel, dass man drin rührt und sieht da auch tatsächlich, es ist hell, aber es ist schön. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich das so darstellt. Hui! Schön. Und hier haben wir dann ganz außen das, wie es dann halt auch tatsächlich auf dem Gesicht wäre. Ja, also finde ich richtig schön. Oh, ich mag das. Ich mag das so gerne. Das hat so ein Hauch von Nasorgasm, nur halt in intensiver, weil das halt auch ein Schimmerblush ist, ne? Das finde ich klasse. Das finde ich wirklich klasse. Wie oft sage ich das noch? Egal. Geil. Mega. Mega, mega geil. Ach Mensch, ja. So, dann habe ich ja etwas drin, was mich jetzt nicht so von der Socken haut. Den hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Ich glaube tatsächlich sogar in dem Adventskalender. Meach & Mia Eyeshadow Nummer 054. Das ist dieser hier. Ich mag nicht so gerne Eyeshadow-Stifte. Ich glaube, den hatte ich sogar tatsächlich mal ausprobiert. Ich finde den ziemlich hart, wenn es der ist, ne? Aber wird auf jeden Fall weiter wandern. Das ist eigentlich ein schönes Gold. Mag ich eigentlich gerne. Und ich greife jetzt aktuell im Alltag auch immer mehr zu solchen Lidschattenstiften oder Liquid Eyeshadows. Da habe ich jetzt aktuell eins von House Laboratories, was ich täglich mir einfach auf die Lider drauf mache. Finde ich richtig schön, denn normalerweise bin ich im Alltag immer etwas dezenter unterwegs und nicht Fullface geschminkt. Genau, ja. Aber, ne, kann man machen, aber ist jetzt nicht so meine Welt. Aber es passt halt auch schon wieder irgendwie zu diesem frühlingshaften, mal eben schnellen Look schminken und dann bist du halt ready to go, ne? Dann haben wir hier einen wirklich schönen Nagellack von Nails Inc. Be Your Incredible Self with Nails Inc. Das ist die Farbe Blossom Kisses. Passt auch von der Farbe her richtig gut und auch von dem Farbnamen. Ist eine richtig tolle Farbe. Passt auch gerade voll, ne, zu meinen Nägeln. Das sollte übrigens orange werden, was auf meinen Nägeln drauf ist. Ist es nicht geworden, ne? Ein essig-orangefarbener Nagellack und dann habe ich mir so einen Holotopper von Freedom drüber gegeben und dann ist er irgendwie so rosa geworden. Manchmal wundert man sich im Leben. Aber gut, das ist eine schöne Farbe. Mag ich gerne leiden und passt auf jeden Fall zum Motto der Box. Und dann haben wir etwas, was einfach auch extrem für diesen ganzen Duft hier verantwortlich ist. Und das ist dieses Produkt hier von Betty Barclay. Das ist eine Cremedusche Bohemian Romance Baby. 75 Milliliter. Mega, mega Design. Richtig schön und das riecht toll. Holla die Waldfee. Genau, das wird dann auch entsprechend von mir verwendet, denn ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Pflege aussortiert. Oh, das riecht wirklich schön. Pudrig, blumig, sanft. Oh, richtig, richtig schön. Gefällt mir, ne? Toll, toll, tolle Geschichte. Wir haben normalerweise 5 Produkte in der Glossy Box und jetzt haben wir tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte in der Box. 1A. Beschwere ich mich nicht. Und in diesem Heftchen hast du dann nicht nur die Produkte an sich abgebildet und deren Anwendungsgeschichten, sondern halt auch die Preise mit abgebildet und das finde ich immer ziemlich cool. Ich denke, das war auf jeden Fall dieses Produkt, das hat auch jeder mit drin. Finde ich richtig klasse. Ich gucke mal schnell, was die Sneak Peek für nächsten Monat ist. Oh, Wild Thing Edition. Rawr. Okay, also es wird wild. Da bin ich sehr gespannt, wie sehr ins Safari-mäßige wir gehen werden. Finde ich klasse. Wie gesagt, wenn dich das Ganze interessiert, dann verwende gerne meinen Code. Und oder schau dir noch das ein oder andere Video an und dann bestell, wenn du Bock drauf hast. Ne? Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!